Ja, liebe Kinder, liebe Familien, herzlich willkommen hier in Dahn in der Kirche. Wir wollen heute Palmsonntag feiern, der Tag, den wir morgen am Sonntag eben begehen. Wir denken an diesen Tag an ein besonderes Ereignis im Leben Jesu, sein Einzug in Jerusalem. Die Menschen zur Zeit Jesu warteten auf einen König, der sie von der römischen Herrschaft befreien und alle römischen Soldaten verjagen sollte. Sie erhofften sich Freiheit und Frieden. Viele Menschen glaubten damals, Jesus sei dieser König. Und sie jubelten ihm zu, obwohl er doch gar nicht wie ein typischer König aussah. Wie sieht eigentlich ein König aus? Oder woran denkt man, wenn man an einen König denkt? Darüber wollen wir jetzt nachdenken. Ein König reitet auf einem Pferd. Früher hatten die reichen und mächtigen Leute die schnellsten und besten Pferde. Die Krone ist ein Zeichen dafür, dass der König der mächtigste und stärkste Mann im Königreich ist. Auch der Thron ist ein Zeichen für die Macht des Königs. Der König thront über seinem Volk. Die Menschen müssen sich vor dem König verbeugen. Ein König trägt prächtige Kleider und hat Truhen voll Gold und Silber. Jeder König hat Soldaten. Der König verteidigt seine Macht mit Gewalt. So ein König, wie wir ihn gerade dargestellt haben, war Jesus nicht. Er war ganz anders und trotzdem haben ihn die Menschen als König verehrt. Ja, wir wollen mal hören, wie das damals war, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und wir hören es nach dem Evangelisten Matthäus. Jesus ist mit seinen Freunden, den Jüngern, auf dem Weg nach Jerusalem. Er nähert sich der Stadt. Da bleibt er stehen und sagt zu zwei seiner Freunden, seht ihr dort das kleine Dorf, Bethphage? Geht in das Dorf, wenn ihr hineinkommt, werdet ihr einen jungen Esel finden, auf dem noch niemand geritten ist. Er ist angebunden an einem Pflock. Den bindet los und bringt ihn her. Wenn der Besitzer des Esels fragt, hey, was bindest du hier meinen Esel los? Dann sagt zu ihm, der Herr braucht ihn und er wird ihn euch überlassen. Die beiden Freunde gehen in das Dorf. Sie finden den Esel angebunden an einen Pflock und binden ihn los. Schon kommt der Besitzer und ruft, hey, was bindet ihr meinen Esel los? Da antworten sie, Jesus braucht ihn. Und sie dürfen den Esel mitnehmen. Sie bringen den Esel zu Jesus, der setzt sich darauf und reitet so auf die Stadt Jerusalem zu. Da geschieht etwas Ungewöhnliches. Viele Leute kommen aus der Stadt Jesus entgegen. Und sie rufen etwas, das man noch nie gehört hat. Sie rufen, Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Als sie so rufen, laufen noch mehr Menschen zusammen. Sie kommen aus dem Haus und breiten ihre Kleider auf der Straße aus. Und alle rufen, Jesus soll unser König sein, Hosianna. Andere Menschen
brechen von den Bäumen und Sträuchern Zweige ab. Sie heben sie hoch und winken Jesus zu. Jesus soll unser König sein. Hosianna, Amen. Was ist das nur für ein König? Fragen andere Leute. Ja, was ist das eigentlich für ein König? Auf jeden Fall doch ganz anders als der König, von dem wir zu Beginn gehört haben. Wir wollen nun hören, ja, wie Jesus König ist. Jesus reitet nicht auf einem Pferd. Er zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Er wählt das Tier der armen Leute. Jesus trägt keine goldene Krone. Er trägt eine Dornenkrone. Sie ist ein Zeichen dafür, dass er keine Macht ausüben möchte. Jesus ist ein Mann mit einem guten Herzen. Er thront nicht über den Menschen, er lebt mit ihnen. Er ist gerne mit ihnen zusammen. Er lässt sie immer wieder seine Liebe spüren. Jesus hat keine prächtigen Kleider an. Er hat auch nicht viel Geld. Aber das, was er hat, teilt er mit den Menschen. Er teilt mit ihnen Brot als Zeichen für das, was sie zum Leben brauchen. Jesus will keine Gewalt. Er will den Frieden unter allen Menschen. Zeichen dafür ist dieses Bild mit den zur Versöhnung gereichten Händen. Wir wollen beten. Herr Jesus, du bist ein König ganz anders als die Könige dieser Erde. Du bist König in den Herzen der Menschen. Wo Menschen das Brot teilen, ist dein Königreich. Wo Menschen verzeihen, ist dein Königreich. Wo Menschen den Frieden bringen, ist dein Königreich. Wo Menschen Mut machen und trösten, ist dein Königreich. Jesus, sei König in unseren Herzen. Sei König auf der ganzen Erde. Amen. Ja, liebe Kinder, wir wünschen euch mit euren Familien einen schönen Palmsonntag und hoffen, dass wir uns auf diese Art dann auch an den anderen Tagen der Kar- und Osterzeit noch einmal sehen.